Ja, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, der Ball rollt derzeit nicht und trotzdem oder gerade auch deshalb haben wir gerade im Fußball sehr bewegte Zeiten, nicht nur im Fußball, sondern natürlich vor allem auch in unserer Gesellschaft. Und ÖFB-Sportdirektor Peter Schöttl wird heute bei uns über die aktuelle Situation im heimischen Fußball sprechen, uns auch den einen oder anderen Tipp geben, wie wir die spielfreie Zeit überbrücken können und wagt auch einen kleinen Ausblick auf die kommenden Monate. Danke dir vielmals, Peter, dass du heute via Video bei uns bist. Und gleich die allerwichtigste aller Fragen an dich natürlich: Wie geht's dir in der aktuellen Situation? Ja, zunächst einmal grüß Gott an alle, die zuschauen. Es geht mir gut, danke der Nachfrage. Bin gesund und lebe natürlich wie wir alle mit der derzeitigen Situation und habe aber festgestellt, dass es sehr viele Themen aktuell gibt in unserem Bereich, was den Fußball betrifft und habe auch festgestellt, dass in meiner Position sehr vieles auch von zu Hause erledigt werden kann. Also das Thema Videomeetings, Videokonferenzen, hat sich stark entwickelt in den letzten Wochen. Hast du jetzt aus deiner persönlichen Erfahrung heraus jetzt schon Tipps für uns, wie man die Zeit bestmöglich gestalten kann im Homeoffice? Ich kann ja nur sagen, wie es ich mache. Also ich glaube, dass es schon wichtig ist in dieser Zeit, wo man eigenen vier Wände kaum verlassen darf, dass man einen gewissen Rhythmus hat in seinem Alltag. Also, wie gesagt, eine gewisse Routine gehört auch in diese jetzige Zeit. Und wie gesagt, in meinem Fall ist es nicht allzu schwierig, weil eh ständig Termine, Anfragen oder andere Dinge Thema sind. Jetzt vor einigen Tagen hat es ja eine sehr schwerwiegende Entscheidung gegeben, und zwar das ÖFB-Präsidium hat beschlossen, aufgrund der aktuellen Situation alle Bewerbe außer der Bundesliga der Männer mit sofortiger Wirkung zu beenden, natürlich auch im Bereich Frauen und Nachwuchs. Was bedeutet das jetzt für den Sport aus deiner Sicht? Es zeigt einmal, dass wir uns wirklich in einer Extremsituation befinden und dass diese Entscheidungen, die getroffen wurden, zwar wehtun und dafür habe ich auch Verständnis, aber ich glaube, wenn man ein bisschen ins Detail geht, in die Durchführungsbestimmungen schaut, in die Meisterschaftsregeln reingeht, dann wird man zum Schluss kommen, dass es alternativlos war, die Sache so zu beenden. Ich habe natürlich großes Verständnis, gerade für die, die Meister oder die in der Tabelle vorne sind und die so nicht die Möglichkeit bekommen, aufzusteigen. Trotzdem darf man nicht vergessen, wir sind in einer Extremsituation, sowas hat es noch nicht gegeben und der ÖFB ist jetzt auch nicht der, der diese Situation verursacht hat, sondern er versucht sie halt aufgrund der Regeln zu lösen und dass das für manche schmerzhaft ist, das ist klar. Und dafür habe ich ein Verständnis, dass da zum Teil großer Unmut kundgetan wird. Die Weiterführung der Bundesliga und auch der zweiten Liga wurde ja grundsätzlich einmal ermöglicht. Jetzt werden die Rahmenbedingungen, unter denen eine Weiterführung möglich sein kann, evaluiert. Stichwort Testungen etc. Wie ist da deine Meinung dazu? Ja, es war in der letzten Woche seine wichtige Entscheidungen getroffen worden. Einerseits von der Bundesregierung, andererseits auch vom ÖFB-Präsidium, dass sie der Bundesliga die Möglichkeit gibt, wenn alles passt, die Liga fertig zu spielen. Dass das natürlich mit enormem Aufwand, auch wirtschaftlichem Aufwand, aber auch zeitlichem Aufwand verbunden ist, ist klar. Die Liga hat da definitiv einiges an Arbeit noch vor sich, aber es wäre natürlich ein tolles Zeichen auch für die Gesellschaft, dass wieder so ein Stückchen Normalität einkehrt und wir zumindest im obersten Bereich die Liga beenden können. Hast du oder kannst du dich im Laufe deiner langjährigen aktiven Karriere an eine ähnlich lange Zeit erinnern, in der du nicht spielen konntest, vielleicht aufgrund einer Verletzung? Und hast du einen Rat an alle Spielerinnen und Spieler, die jetzt ihren Sport nicht ausüben können und denen es aber schon ja, wieder wichtig wäre, auf den grünen Rasen zurückkehren zu können? Also so eine lange Zeit ohne Fußball, ist
kann mich nicht erinnern. Selbst wenn ich eine Verletzung gehabt habe oder wenn man verletzt ist, hat man dann trotzdem die Möglichkeit, alle Rehab-Maßnahmen, alle physiotherapeutischen Unterstützung für sich in Anspruch zu nehmen. Auch wenn der Spielbetrieb jetzt einmal nicht stattfindet. Ich glaube, das Allerschlimmste für die Sportlerinnen und für die Sportler ist, dass auch nicht gemeinsam trainiert werden kann, jetzt mit Ausnahme der Bundesliga-Vereine ab kommender Woche. Das ist schwierig, dass jeder betreibt gern Sport, jeder trifft sich gern mit seinen Kollegen. Das ist natürlich auch eine soziale Geschichte. Und ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir alle eins sind, dass die Situation einfach so ist, wie sie ist, dass wir das annehmen müssen, dass die Gesundheit natürlich im Vordergrund steht. Und in dieser Zeit kann man natürlich im körperlichen Bereich trotzdem arbeiten. Also es gibt alle Möglichkeiten, auch im Internet in der heutigen Zeit, sich jede mögliche Trainingsform für jeden Körperteil runterzuladen, sich anzuschauen. Also das ist alles möglich. Was jetzt speziell für uns im Fußball natürlich schade und traurig ist, dass es im Moment halt noch nicht auf dem Platz stattfinden darf, weil es eben dieses Betretungsverbot gibt. Und das ist schade für alle und ich sage auch ganz bewusst speziell schade auch für unsere größten Talente in den Akademien, bei den Mädchen und bei den Burschen, die natürlich auch schon in den Startlöchern scharen und die natürlich keinen Wettbewerbsnachteil haben wollen gegenüber Kollegen aus dem Ausland. Aber natürlich muss vorher die Gesundheit stehen und erst wenn das alles, alle Bereiche abgedeckt sind, dann kann man wirklich an diese Art des Trainings wieder denken. Herausfordernd ist diese Zeit natürlich auch für viele Eltern, die daheim im Homeoffice sind und auch ihre Kinder betreuen und beschäftigen müssen. Hier hat auch der ÖFB gemeinsam mit Dach und weiteren Fachverbänden ein Angebot geschaffen, die App Ball Schule Österreich. Kannst du uns dazu Näheres erklären? Ja, diese App gibt es schon länger. Wie richtig gesagt wurde, von den drei Dachverbänden und von fünf Fachverbänden initiiert worden unter der Führung des ÖFB und wurde jetzt neu aufgesetzt in dieser schwierigen Zeit. Da geht es darum, dass wir Kinder, also Kinder im Vorschulalter, Kinder im Volksschulalter, einfach die Möglichkeit geben wollen, mit dem Ball erste Berührungen durchzuführen, einfach eine Art Ballgefühl zu bekommen. Da geht es gar nicht unbedingt um Fußball, sondern da geht es einfach den Ball als Spielobjekt, auch für Mädchen in diesem Alter, wo wir ja oft das Problem gehört haben, dass Fußball nichts für Mädchen ist, auch da ein bisschen die Scheu zu nehmen. Und das ist neu aufgesetzt worden, angepasst worden, diese App an die derzeitige Situation, wo für die Eltern einfach, die zu Hause mit ihren Kindern sind, einfach einfache Übungen präsentiert werden, von unseren Experten gezeigt werden. Einfache Dinge, um spielerisch mit den Kindern mit diesem Thema Ball umzugehen. Diese App ist gratis im Google Play Store und auch für Apple erhältlich. Du hast schon vorher kurz angesprochen, du leitest ja im ÖFB die Direktion Sport. Die ist in ihren Themengebieten sehr vielfältig und umfangreich. Wie organisiert sich jetzt hier der Arbeitsablauf, wenn jeder von zu Hause aus eben tätig ist? Kannst du uns da auch Einblicke geben, was in den einzelnen Bereichen jetzt an der Tagesordnung steht, welche Projekte hier entwickelt werden? Ja, ich glaube, da muss ich ein bisschen ausholen. Die Direktion Sport besteht ja aus mehreren Abteilungen und die bekannteste ist natürlich das Herren-Nationalteam. Im ÖFB gibt es aber über 10 Nationalteams. Es gibt 7 Burschenteams und 3 Mädchenteams. Und diese Nationalmannschaften haben 5 Lehrgänge in einem Jahr. Und um diese Lehrgänge sind wir jetzt sowohl im März als auch im Juni umgefallen. Die Planung für diese Lehrgänge war natürlich fix und fertig, schon Wochen, Monate vorher. Das heißt, in diesem Bereich geht es jetzt um die Planung für den nächsten möglichen Lehrgang und der ist im September. Also wir planen mit den Teams, mit den Betreuerstaffs der Teams, mit den Teammanagern
diesen Lehrgang im September durch. Von meiner Seite gibt es natürlich permanente Kommunikation mit den Teamchefs. Und bei uns ist es ja so, dass die Nachwuchsteamchefs alle in der Talenteförderung arbeiten. Also das ist nicht ausschließlich Teamchefs, sondern arbeiten, wie gesagt, im Akademiebereich, im LAZ-Bereich, im Projekt 12, in unserer Elite-Spielerausbildung, beziehungsweise bei den Mädchen in St. Pölten in der Frauenakademie in der Ausbildung. Und wir nutzen diese Zeit jetzt in diesem Bereich einfach, um Dinge einfach zu reflektieren, die passiert sind, um nachzubereiten, um natürlich auch die Schlüsse aus den letzten Lehrgängen zu ziehen, die richtigen hoffentlich. Und natürlich auch für die Zukunft Dinge neu zu strukturieren, die für uns nicht so gepasst haben. Das ist der eine Bereich. Ein weiterer Bereich ist, das war jetzt der Spitzenfußball. Ein weiterer Bereich ist der Bereich des Breitenfußballs, wo man Amateurbereich geht, wo man Nachwuchsbereich geht. Da gibt es einfach einen sehr engen Austausch mit den Landesverbänden, um auch da in dieser schwierigen Zeit Unterstützung anbieten zu können. Ein sehr wichtiger weiterer Bereich ist die Talenteförderung, habe ich schon gesagt, Akademien, Projekt 12, LAZ. Ganz wichtig, da gibt es sehr viele Dinge, die intern passieren. Also wir sind auch in dieser Zeit über Videomeetings, über Online-Workshops, über Webinare in ständigem Kontakt mit den Verantwortlichen, bei den Vereinen, bei den Verbänden. Und da passiert sehr viel, weil wir meinen, dass wir zwar jetzt nicht am Platz gehen können, nicht trainieren dürfen, nicht spielen können, aber da gibt es sehr viele Möglichkeiten, trotzdem etwas zu tun, dass die Zeit nicht verloren ist. Also wir bieten beispielsweise Online-Coaching an mit unserem Nationalteams in den nächsten paar Wochen, wo die Teamchefs Kleingruppen machen, wo sie sich die letzten Spiele mit spielbestimmten Gruppen anschauen. Wir bieten ja in diesem Bereich einfach vieles an, um einfach auch zu dokumentieren, auch wenn wir jetzt keine Lehrgänge haben. Also wir haben euch weiterhin im Blick, wir sind weiterhin für euch da. Wir wollen auch weiterhin so gut zusammenarbeiten wie bisher. Beispielsweise gibt es einen Bereich der Trainerausbildung, die auch einen sehr hohen Stellenwert bei uns genießt. Da geht es um eine Ausbildungsstruktur, die wir permanent auch verändern, weil wir natürlich auch weil die Zeit nicht stehen bleibt. Da gibt es viele Dinge auch im Moment gerade zu klären im Zusammenhang mit unserer Zusammenarbeit mit der Bundessportakademie, mit den Landesverbänden. Da geht es darum, auch Kurse und Lizenzen einheitlicher zu gestalten, ist ein bisschen kompliziert aufgesetzt. Wir versuchen, das zu vereinfachen. Und dann gibt es eigentlich ein sehr schönes Projekt, was wir seit mehreren Monaten bestreiten, das heißt Players First, wo wir einfach versuchen, ein Tool zu entwickeln, was unser Spiel, was die Trainer, was die Spieler schlussendlich besser macht. Und das ist deswegen so interessant, weil wir da jetzt nicht von einer Spielphilosophie ausgehen, sondern von einer Methodik, wo der Spieler natürlich im Mittelpunkt steht, aber wo es uns um Handlungsoptionen geht, wo es uns um das Lösen von Spielsituationen geht. Und da sind wir wirklich schon sehr lange in diesem Thema drinnen. Ist auch deswegen interessant, weil das wirklich eine Expertenrunde im ÖFB ist. Also neben mir ist da der Teamchef Franco Foda dabei, es ist der Frauenteamchef Dominik Thalhammer dabei, der auch der Leiter der Trainer Aus- und Fortbildung ist, mit Thomas Eidler, ein weiterer Mann aus der Trainerausbildung. Wir haben aus dem Akademiebereich Robert Marco dabei in dieser Gruppe, Martin Scherb aus dem Projekt 12 und Christian Heidenreich, ein Leiter der Spielanalyseabteilung. Und wie gesagt, wir haben es schon zweimal auf einer Trainerfortbildung kurz präsentiert, diese Players First Idee, unsere Players First Idee. Aber wir sind noch nicht ganz fertig, aber es ist eine enorm spannende Herausforderung. Und wenn man da wirklich in diesem Thema drinnen ist, da vergehen einfach die Stunden und wir wollen schlussendlich ein sehr schönes, sehr gutes Produkt für ganz viel Fußball Österreich herausbringen. Ja, es klingt nach sehr viel Arbeit, nach sehr viel auch Innovation, nach sehr vielen Ideen. Und ja, Players First, das nächste große Projekt nach der neuen Ausrichtung von Projekt 12 und auch der Kreation des UEFA Playmakers-Projekts, das ja für
junge Mädchen konzipiert wurde, das leider jetzt ein bisschen auf Eis liegt aufgrund der jetzigen Situation. Aber wir freuen uns, wenn wir da in den nächsten Wochen und Monaten dann mehr über Players First erfahren werden. Du hast es am Anfang kurz angesprochen, das Thema natürlich oder ein sehr großes Thema in der Direktion Sport, das Nationalteam. Wenn man jetzt zurückdenkt, als die Corona-Pandemie Europa erreicht hat, stand der ÖFB mitten in der Vorbereitung auf die UEFA Euro 2020. Das Team-Base-Camp wurde optimiert, es wurden die Spielorte in Bukarest und in Amsterdam besichtigt und so weiter und so fort. Im sportlichen Bereich sind die Planungen sehr weit vorangeschritten. Was bedeutet jetzt diese Verschiebung um ein Jahr für den Verband, aber auch im sportlichen Bereich? Im sportlichen Bereich wird man sehen, was es bedeutet. Also wir hatten natürlich schon auch, was Spielpraxis von einigen Spielern betrifft, schon durchaus Bauchweh auch bei dem einen oder anderen Schlüsselspieler in unserer Mannschaft. Wenn ich nur an Marko Arnautović denke, der ja, ich glaube, seit November nicht mehr Fußball gespielt hat in China. Aber auch der eine oder andere war am Schluss nicht mehr so häufig im Einsatz. Andererseits bietet es natürlich die Möglichkeit für andere Spieler, die gerade ausfallen aus Verletzungen, wie Thomas Golginger beispielsweise, dass er sich fit macht bis kommendes Jahr, dass das vielleicht sich für ihn dann doch noch ausgehen könnte. Ansonsten ist es so, wie bei allen anderen entfallenen Lehrgängen in jeder Mannschaft, dass es einfach schade ist, weil sehr viel an Planung und Vorarbeit im Moment halt nicht gebraucht werden kann. Andererseits werden sich unsere Abläufe auch im kommenden Jahr, wenn sie denn stattfinden kann, in diesem Rahmen, wo man ja auch nicht sicher sein kann, ob das bei diesen 12 Standorten bleibt, der Europameisterschaft, wird sich da nicht viel ändern. Wir haben ein Top-Team-Base-Quartier gefunden. Es war die Vorbereitung in Burgenland und in Wien auch durchgeplant. Also wir müssen jetzt einfach die nächsten Entwicklungen verfolgen. Wir hoffen, dass wir so rasch wie möglich wieder auf den Fußballplatz können, dass es möglich ist. Also hoffe natürlich sehr, dass sich die Lage bald normalisiert, sodass wir auch im September einen richtig schönen Lehrgang wieder nach langer Zeit im Nationalteam haben werden. Ja, du hast das angesprochen. Wenn das Nationalteam jetzt planmäßig im September wieder zusammentrifft, hat sich die Mannschaft mit Betreuern, mit Trainerteam 10 Monate nicht gesehen. Wie kann man sich hier einen Wiederbeginn vorstellen oder wie kann das aussehen, deiner Meinung nach? Also das würde oder wird sicher ziemlich laut werden, weil die Burschen ja sehr gerne beisammen sind, sich lange nicht gesehen haben, zumindest ohne Video. Ja, also es wäre toll und es ist natürlich auch das Ziel. Aber es ist so vieles ungewiss in dieser Zeit. Also die letzten Wochen waren für uns genauso schwierig wie für alle anderen Menschen in diesem Land. Also man wartet, was von der Regierung kommt, welche Verordnungen beschlossen werden. In unserem Fall sind wir natürlich auch abhängig, was von der UEFA kommt, vom Europäischen Verband. Und wir versuchen dann halt so rasch wie möglich zu reagieren in jedem Bereich. Ich finde es auch schade, dass bei unseren U17 Burschen und U19 Mädels die Möglichkeit, sich für die Europameisterschaft zu qualifizieren, beziehungsweise die Europameisterschaft gar nicht stattfindet, finde ich schade, weil wir da auch aus Eigeninteresse sehr gute Jahrgänge gehabt hätten oder immer noch haben. Und wir hoffen natürlich, dass im Herbst wieder Normalität Einzug hält und dass dieses ganze Werkel wieder zum Laufen beginnt. Ist ja auch im Bereich der Traineraus- und Fortbildung, mussten ja klarerweise alle Kurse des Frühjahrs verschoben werden. Und so geht halt eines ins andere. Und irgendwann, wie gesagt, habe ich mir schon wiederholt, wenn die Normalität wieder einkehrt, dann freuen wir uns alle. Und auf deine Ursprungsfrage noch einmal zurückzukommen, also es wird sicher ein lautes Wiedersehen geben, wenn sich das Nationalteam das erste Mal wieder sieht. Ja, und auf dieses Wiedersehen freuen wir uns alle. Ich darf mich sehr herzlich bei dir bedanken für deine Ausführungen. Wir werden dann im Rahmen unserer Interviewserie in alle Teilbereiche, die auch von dir angesprochen wurden, noch tiefer auch mit den jeweiligen Fachexperten eintreten. Ja, wie gesagt, ich freue mich auf ein baldiges Wiedersehen mit dir im Büro und mit euch allen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, hoffentlich bald wieder auf den Fußballplätzen und Stadien.
in ganz Österreich. Danke fürs Zuschauen. Alles Gute euch allen. Alles Gute. Bleibt gesund.